Wir verkosten den Barolo del Comune di Barolo vom Weingut Virna Bourgogneau aus dem Piemont. Der Wein ist eine edle Cuvée aus den Crus, also den Lagen, den besten Lagen des Barolo. Barolo liegt im Langhe in der Region Piemont. Ein sehr edler Wein, sehr wärmend, fruchtig schon in der Nase. Es entströmen im Glas Aromen von dunklen, schwarzen und roten Beeren, Sauerkirsche, Pflaume, aber auch ein bisschen so diese Preiselbeeraromatik, etwas Bienenwachs, bisschen was leicht Rauchiges, Komplexes und Kräutriges kommt hinzu, unterlegt mit ganz feinen, zarten Nuancen von weißen Blüten. Ein wahres Potpourri an Aromatik entströmt dem Wein. Schon hier elegant und man merkt so ein bisschen die feminine Handschrift hier im Wein. Am Gaumen. Kraftvoll. Auch hier, man spürt die Sonne Italiens und die edlen Facetten der Rebsorte Nebbiolo haben hier einen wundervollen Auftakt am Gaumen. Zarte, vielleicht so ein bisschen auch fast süß anmutende Aromen. Hier wieder die reifen, fruchtigen Aromen spielen eine Rolle. Das Ganze wird aber sehr, sehr fein durch eine trocknende Tanninstruktur und eine sehr, sehr gute, präzise Mineralik wieder ausbalanciert. Der Wein hat eine unheimliche Länge und auch am Gaumen spiegeln sich diese vielfältigen Aromen wieder und sie verweben sich hervorragend miteinander. Wir haben Frucht, Würze, Kraft, wir haben Vanille, vielleicht ein bisschen Kakao auch, dieses Bienenwachs, so ein bisschen was von tabakigen Noten habe ich auch hier am Gaumen und der Wein hat eine unheimliche Länge. Perfekte Trinkreife hier. Was den Barolo ausmacht, ist, dass er ein unheimliches Lagerpotenzial hat. Also man kann so eine Flasche früh öffnen, dann aber auf jeden Fall, wie wir es hier getan haben, in eine Karaffe umfüllen, um ihm genügend Luft zu geben. Barolo ist nicht nur ein hervorragender Begleiter zu tollem Essen. Ich kann mir hier so ein bisschen, ja, vielleicht ein Ossobuco vorstellen, mit so einer cremigen, dichten, etwas ja, opulenteren Struktur von der Speise her. Der Wein braucht einen starken Gegenpartner auf dem Teller. Aber auch das ist ein hervorragender Wein, der sich gut einfach zu einem besonderen Anlass als Solo-Getränk anbieten lässt. Mir macht er hervorragend Spaß in dieser Trinkreife und ich könnte mir aber auch vorstellen, dass er noch ein bisschen im Keller schlummern kann. Virna Bourgogneau ist die Tochter von Lodovico Bourgogneau. Sie hat mittlerweile das Weingut übernommen und hat das wirklich richtig vorangebracht, hat die Weine noch einen Tick eleganter, feiner gemacht. Sie ist übrigens auch eine Pionierin für die Damen der italienischen Weinwelt. Sie war eine der ersten Absolventinnen des Önologiestudiums in Turin. Und man merkt, sie hat wirklich ihr Handwerk von der Pike auf gelernt. Großartige Weine, die sie hier bereitet. Sie ist eine wahre Virtuosin im Umgang mit den verschiedenen Lagen des Barolos, die sie hier in dieser Cuvée Barolo del Comune di Barolo vereint. Ich wünsche viel Spaß beim Genießen. Cheers!